Hey René, mega cool, dass es geklappt hat. Danke vielmals und herzlich willkommen da bei Digital Heroes Live. Wir haben über Twitter uns austauscht, ich habe dich gefragt und jetzt bist du da. Mega, mega cool. Herzlich willkommen. Merci vielmals, es freut mich auch sehr, hier dabei zu sein und ein spannendes Interview zu haben. Absolut. René, für die, die dich noch nicht kennen, aber wahrscheinlich schon mit deinen Produkten oder euren Produkten zu tun haben, kannst du ganz kurz sagen, wer bist du und was machst du genau? Genau, mein Name ist René Hoffmann, ich bin der Geschäftsführer und Gründer von der R&R Innovations GmbH. Der Name sagt wahrscheinlich wirklich vielen nichts, weil das ist effektiv so der GmbH-Name, den man im Hintergrund nutzt. Und effektiv haben wir zwei Marken, die wir vertreiben. Das eine ist Avonwood, wo man für stilvolle Holzprodukte steht, Holz-Handyhülle. Haben wir vielleicht am Weihnachtsmarkt oder auf Facebook schon gesehen. Wir haben dort weitere Accessoires, Holzuhren, Wireless-Charging-Produkte. Und eine zweite Marke, die ist nicht uns, also Avonwood ist wirklich unsere Marke, wo wir seit etwas mehr als einem Jahr vertreiben, das ist Rowdy Bags. Und das sind Ledertaschen aus Südafrika, wo wir in der Schweiz exklusiv vertreiben und auch das rein online. Das ist so ein bisschen der Background, was wir machen, genau. Perfekt. Wir kommen nochmal noch auf deine Produkte, respektive auf die Idee dahinter, ein bisschen zu sprechen, aber du hast jetzt gerade ein Stichwort geliefert, nämlich, man kennt euch vielleicht so von Weihnachtsmärkten. Jetzt hat es allerdings das ja eine Zeit lang nicht gegeben, sprich, das ganze Offline-Event-Zeug, Messen und so weiter ist weggebrochen. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet bereits. Das ist ja recht lang bei euch eigentlich der Haupttreiber gewesen, von eurem Umsatz und auch von euren Wahrnehmungs- respektive Auftragsmöglichkeiten. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Ursprünglich gestartet hat das Ganze zwar als Online-Shop, sehr klein, als ein kleines Hobbyprojekt eigentlich, neben meinem normalen Job. Am Abend kann ich das Ganze einfach aufbauen, so sind die ersten Bestellungen gekommen und für mich ist es wirklich darum gegangen, können lernen, wie funktioniert das mit Produktverkaufen, Produkte einkaufen, veredeln und so weiter. Und das Ganze hat dann einfach wachsen und das dann irgendwann ist zu gross geworden, ist es wirklich neben dem Job machen. Und dort ist dann auch für uns das Thema gewesen, gut, wir wollen etwas selber können machen, wir probieren es, wir haben unsere Jobs gegründet, meine Frau und ich, und haben es einfach mal probiert. Und online haben wir, ist wirklich am Anfang das Ziel gewesen, das machen wir online, tun wir weiter so ausbauen und haben dann aber Schwierigkeiten gehabt, das ist 2016 gewesen, um das wirklich aufs nächste Level bringen, also jetzt ziemlich genau 5 Jahre her, seit wir voll selbstständig sind. Und wir haben auch vorher schon ein bisschen Erfahrungen gemacht im Offline-Bereich. Weihnachtsmärkte haben wir erste gemacht, wo wir wirklich auch Live-Feedback von den Kunden bekommen haben. Und das haben wir dann eigentlich über die Jahre auch weiter ausbauen. Und sich in der Peak-Zeit 2018, 2019 sind wir dann eigentlich wirklich in der ganzen Schweiz vertreten gewesen, mit bis zu 12 Weihnachtsmärkten gleichzeitig, um die 40 Leute im Verkauf. Und so haben dann insgesamt mit den Frühlingsmessen und so weiter ist wirklich etwa 70% von unserem Umsatz ist offline gewesen, also wirklich im Direktverkauf, in den Kundengesprächen und so weiter. Und etwa 30% ist online gewesen. Einerseits die Leute, die wir auch über Online-Marketing auf sehr kleinem Niveau direkt angesprochen haben, und dann natürlich auch wieder die Leute, die an der Messe Visitenkärtchen mitgenommen haben, Mund-zu-Mund-Empfehlungen und so weiter. Und das ist dann natürlich von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger weggebrochen. Das ist Wahnsinn. Ich meine, 70% ist nicht gerade wenig. Wenn du sagst, jetzt 50-50, dann wäre wahrscheinlich die Transition ein bisschen einfacher gewesen. Kannst du ein bisschen etwas aus dem Nähkästchen erzählen, von wegen, wie wir da vorgegangen sind? Du hast wirklich gesagt, du hast online angefangen, dann sehr stark offline, dann plötzlich musst du da alle Zelte und Massnahmen und Marketingstrategien und Budget abbrechen und umschiften. Wie sind wir da so ein bisschen vorgegangen? Also wir haben in dem Sinn Glück gehabt in der ganzen Situation. Wir haben im Herbst 2019 haben wir wie für uns gesagt, wir können offline oder wir wollen auch offline nicht mega stark weiterwachsen, weil in dem Sinn auch von der Weihnachtsmärkte zum Beispiel an den guten Standorten und so weiter sind wir vertreten gewesen, die guten Messen haben wir gemacht. Sprich, wir hätten wirklich sehr viel kleiner, viel fragmentierter müssen unterwegs sein, wo wir nicht haben wollen und haben entsprechend schon ein bisschen Ressourcen, personell und auch know-how-mäßig aufbauen, um den Schritt im Online können machen. Ich denke, in den 3, 4 Jahren ist auch vieles passiert, vom 16. bis 19. einen Weg schon. Und dann Corona hat das natürlich nochmal beschleunigt. Und ja, wir sind einfach gezwungen gewesen, weil am Schluss ist für uns so ein Thema gewesen, entweder überleben wir oder wir überleben nicht. Und sind dann wirklich voll reingeknündelt, dass auch alle Kanäle angezapft, von irgendetwas hat können lernen, haben einfach ausprobieren und haben wirklich auch gemerkt, andererseits, wie viel Zeit das wirklich auch die Messe gebraucht haben. Also wenn man so eine Messe macht, wie viel Vorbereitung, Aufbauen, Präsenzzeit und so weiter. Und wenn das weggeht, kann man die Zeit in etwas anderes reinstecken. Und zum Glück
haben wir eine gute Basis gehabt und haben das dann auch können auf den Boden bringen. Was ist jetzt so ein bisschen für dich in der Retrospektive eigentlich die beste Entscheidung in diesem Prozess? Was sagst du, was hat in dem Moment euch am meisten geholfen? Ich komme nachher noch so ein bisschen zu sprechen, welche Kanäle funktionieren. Aber was ist das für euch? Das eine ist, glaube ich, so der Mindset, wo, also wir sind im Januar sind wir noch in Südafrika gewesen, einen Monat, wo wir wirklich also ein bisschen das Ganze weiterplanen wollten. Dort ist das Ganze eigentlich, also es ist langsam aufgekommen, aber für uns war es wie so, gewesen, ja, wo wir im Februar heimgekommen sind, bis dann im April die Frühlingsmessen sind, ist Corona durch, das tangiert uns nicht und die können stattfinden, das ist alles so wie es ist. Und was dann irgendwann wirklich die ersten Messen abgesagt worden sind, das Ganze ein bisschen grösser geworden ist, haben wir wie einfach sagen, ja, ich glaube, und für uns ist, sagen, von diesen 70% ist nochmal etwa, oder vom gesamten Umsatz machen wir etwa 2/3 Weihnachtsgeschäft. Oder haben wir gemacht. Oder? Also sagen, die Frühlingsmessen war noch nicht so tragisch gewesen, aber wenn dann sozusagen die ganze Weihnachtsmärkte weggeht, das ist natürlich ein riesen Brocken. Und wir haben aber vom Mindset wie einfach sagen, schau, wir müssen einfach das Geschäft so aufbauen oder eigentlich an den Punkt hinkommen, dass wir auch ohne Weihnachtsmärkte überleben. Und entsprechend haben wir eigentlich sehr früh schon wie für uns entschieden, gut, Online-Marketing und unser Konstrukt auch vom Team und so weiter bauen wir so auf, dass die Weihnachtsmärkte nicht sind. Und wenn sie sind, dann sind wir gleich erfahren, wir haben so viel, wir haben schon 50 Messen gemacht. Wenn Monatsmesse stattfindet, wir haben das Material, wir können loslegen, dann wissen wir, wie es funktioniert. Aber wir schauen, dass wir auch ohne Weihnachtsmärkte ohne Probleme überleben. Oder nicht ohne Probleme, aber dass wir überleben und dass es weitergehen kann. Jetzt kann man vorstellen, gerade in eurem Business respektive mit diesen Produkten, dann ist durch den Kundenkontakt extrem wertvoll und wichtig. Du hast vorhin gesagt, mit dem Messer spürst du gerade solche Leute. Hast du recht Feedback, bist am Puls vom Markt, jetzt fällt das so ein bisschen weg in dem Moment. Du bist allenfalls viel mehr mit Ads unterwegs, machst vielleicht Newsletter, Züge und Sachen. Kannst du ein bisschen erzählen in dem Moment, wie haben wir es trotzdem geschafft, so ein bisschen den Kontakt zu halten und die Feedback, die sehr wichtig sind und auch die Kommunikation sich aufrechterzuhalten? Also das ist sicher schwierig und gerade mit neuen Produkten, wo man noch nicht genau weiss, ja, was sind Fragen, was sind Bedenken, wenn man den Austausch nicht hat. Ich glaube, dort haben wir mit Evernote haben wir das Ganze gewusst und einen gewissen Austausch hat zum stattgefunden, sei es über den Support, über Kundenbewertungen, Leute, die dann irgendwann auch im Showroom gleich haben können vorbeikommen. Und wo wir es fast extremer gemerkt haben, ist mit Rowdy. Dort ist auch, wo wir eben im Januar in Südafrika waren, haben wir die Marke entdeckt, sind mit ihnen ins Gespräch gekommen und eigentlich war der Plan gewesen, gut an der BA-Messe in Bern, testen wir das Ganze eben auch mit direktem Kundenfeedback und so weiter, weil dann wissen wir ja, kommen die Taschen an, finden die Leute das cool, geht es vom Pricing und so weiter, geht es auf. Und haben entsprechend auch sozusagen eingekauft und dann ist das ja ins Wasser gefallen. Und entsprechend, wir haben noch Glück gehabt, dass sie in Südafrika sie haben recht einen harten Lockdown gehabt, was sie nicht haben dürfen arbeiten nicht. Und sie haben 2/3 der Ware gerade noch vor dem Lockdown können rausschicken. Das heisst, wir haben die Ware gehabt. Und wir sind eigentlich gezwungen gewesen, weil am Schluss wir nicht sagen, wir behalten es im Lager, zum rein online starten. Und da haben wir wirklich eine Marke gehabt, die niemand kennt. Mit Evernote haben wir immerhin eine Basis gehabt von Kunden, die uns kennt haben. Und wirklich von null auf starten, ausser die paar, die vielleicht in Kapstadt schon in der Ferien gewesen sind. Niemand hat es kennt. Und wirklich mit Ads starten. Und dort war aber gleichzeitig schon spannend gewesen. Wir haben mehr oder weniger fast von den ersten Tagen an haben wir Sales generiert. Und obwohl wir nicht mit den Kunden haben können reden und haben dann gleich probiert, halt persönliche Noten mit der handgeschriebenen Karte dazu zu tun und hat wirklich auch E-Mail-mäßig einen Austausch bekommen, um das Feedback zu bekommen. Aber es ist klar, es ist nicht wie ein Gespräch, wo man 1:1 spürt, was geht, sondern man muss mehr so ein bisschen von den Ergebnissen rausgespüren, das kommt an oder das kommt nicht an. Da plötzlich sieht man auch so ein bisschen, wenn man vielleicht das Geburtsdatum fragt, merkt man, okay, was ist unsere Zielgruppe und kann sich so ein bisschen justieren. Und was uns jetzt schon geholfen hat, mit dem Büro, wir sind dann während der Corona-Zeit ein neues Büro gezügelt, weil es halt zu klein geworden ist. Und dort haben wir dann auch die Möglichkeit gehabt, dass die Leute wirklich vorbeikommen. Und das sind viel mehr die qualitativen Gespräche als Quantität, wo du 100 Gespräche an einer Messe führst, sondern wirklich ein bisschen tiefer mit den Kunden ins Gespräch kommst. Wenn ich dich richtig verstehe, in dem Moment so ein bisschen die Massnahmen so nach dem Kauf, das ganze After-Sales, du hast so ein bisschen angesprochen, eben von wegen Bewertungen, Einsatzanfragen, Kundendienst, aber auch natürlich das Verpacken, die handgeschriebenen Noten, die du gesagt hast.
das wird doch noch oft ein bisschen unterschätzt, gerade im E-Commerce, wie alles so verdigitalisiert ist, oder? Auf jeden Fall, ja. Und ich denke auch, das ist die grosse Chance, die wir jetzt als kleineren Online-Shop haben, oder wie wir uns auch differenzieren können von der grossen, sei es Digitec-Brack, wo das alles hochautomatisiert ist und was wirklich vielleicht auch mit kleineren Margen einfach auf Menge geht. Und das können wir nicht. Und entsprechend müssen wir uns auch differenzieren, was das angeht, und probieren, eine qualitative Kundenbeziehung aufzubauen, wo bei uns auch am Schluss, ja, die Ads, es ist nicht günstig. Also am Schluss, man gibt sehr viel aus, um einen Kunden das erste Mal zu überzeugen. Und an denen verdient man zum Teil praktisch noch nichts oder noch gar nichts. Oder? Und dort ist es dann umso wichtiger, dass man es schafft, eine Beziehung aufzubauen, wo die Kunden öfters kaufen, wo sie zufrieden sind. Und das haben wir jetzt gerade bei Rowdy, haben wir dann wirklich gesehen, die haben ein Päckchen bekommen, am nächsten Tag haben sie die nächste Tasche bestellt. Und das ist dann ein extrem gutes Feedback, wo man merkt, okay, das Package stimmt, wir sind auf einem guten Weg und man könnte da weiter investieren, um Leute erreichen. Und dann ja, haben wir zum Beispiel auch das persönliche Kleber bringen, dass man gewisse Werbungen auch macht, wo man in die Kamera geht. Oder wo man das Produkt in der Hand hat, wo man halt wie ein virtuelles Verkaufsgespräch macht. Und die Leute dann so ein bisschen den Spirit oder die Mentalität hinter der Marke können aufnehmen. Versus es ist einfach das günstigste Produkt, Preisvergleich, und man kauft es halt dort, was günstig ist. Und das ist nichts persönlich hinter dran. Ich sehe es auch, wenn ich auf eurer Webseite war, wenn es gerade von Rowdy Backers vorangesprochen, oder? Es hat sehr viele Bewertungen einerseits, was mega cool ist. Du siehst aber auch die Leute. Du hast eben das mit dem Newsletter gesagt, mit dem Geburtsdatum. Es ist doch nicht immer noch, obwohl es 1:1 so ein bisschen scheint, im Sinne von ganz viel Masse, ist es 1:1 im Moment extrem wichtig. Aber meine Hand aufs Herz, das ist auch super zeitaufwendig, oder? Ja, nein. Also es gibt ja gewisse Sachen, wo man trotzdem kann automatisieren kann. Also jetzt gerade im E-Mail-Bereich findet man wirklich Balance zwischen, wenn jetzt jemand das Geburtsdatum angeht, kommt er logischerweise an seinem Geburtstag ein E-Mail über. Das ist jetzt niemand von uns, der das schreibt, sondern das geht aus dem System raus. Und es gibt auch zum Beispiel, was jetzt bei uns sehr gut funktioniert, wenn ein Kunde gekauft hat, gibt es wirklich noch ein textbasiertes Dankes-E-Mail, wo in meinem Namen verschickt wird, wo logischerweise auch nicht ich jetzt jedem Kunden einzeln tippen und verschicken. Was dann aber aus dem rauskommt, gewisse Kunden schreiben auf das gleich wieder zurück. Und dort gibt es natürlich eine menschliche, echte Interaktion. Und ich denke, das sind die spannenden Gespräche, wo man auch viel daraus lernt. Und das ist ja nichts anderes, wie wenn man auch in einem Laden eine Kundenbeziehung aufbaut. Und ich glaube, das ist auch in der Online-Welt wichtig, dass die Beziehungen können entstehen. Und gewisse Sachen, klar, ist zeitintensiv. Jetzt auch, wenn man überlegt, wenn man Werbung schaltet, das Ganze kommentieren, also wenn die Leute einen Kommentar schreiben, das wieder beantworten und so weiter, das ist zeitintensiv, aber es gehört am Schluss dazu. Ich glaube, wenn man es machen will, ist es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, dass der Kunde sich auch ernst genommen fühlt und nicht einfach eine Nummer ist mit Check, ich habe den Umsatz gemacht, gehen wir zum nächsten, sondern den kann man eigentlich fast noch mehr rausholen als vor dem Verkauf. Absolut, ja. Ich finde es cool. Also, habe ich richtig verstanden, ein Plaintext-E-Mail mit dem Absender und ich drücke auf Reply und dann sage ich, hey, René, mega cool, bla bla bla, und dann entstehen nachher die entsprechenden Gespräche daraus, oder? Genau, richtig, ja. Dort wirklich, das ist nicht fancy gelayoutet, sondern wirklich im Sinne von, danke vielmals für deinen Kauf, wir sind ein kleines KMU, wir schätzen das extrem, dass du uns unterstützt. Falls irgendetwas ist, einfach auf das E-Mail antworten und wir sind für dich da. Und das hat einen extrem hohen Wert, genau. Absolut, ja, gehört mal raus, ja. Und jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie ich vorhin gesagt habe, über KMU, hohen Wert, relativ nahe bei der Produktgeschichte, wir sind in Südafrika gewesen, wo wir das Produkt respektive die Firma entdeckt haben. Was begeistert dich oder euch so ein bisschen persönlich an dem Thema? Ich meine, wir reden von Konsumgütern, wo einerseits nicht immer das Portemonnaie so locker sitzt, die Leute vielleicht ein, zwei, dreimal irgendwelche Fragen, Beschwerden, Zeug und Sachen. Es gibt allenfalls Themen mit Retourenquoten, auch bei allem, wo du sagst, hey, es ist vielleicht nicht immer genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, obwohl vor einem Preview hast und so weiter. Was begeistert dich oder euch trotzdem an dem ganzen Thema und an diesen Produkten? Am Schluss sind es wirklich die schönen Feedbacks, wo man sehr viel bekommt, wo die Leute wirklich begeistert sind oder wo man dann auch hört, ja, ich habe die ganze Familie mit Hüllen von euch ausgestattet, oder sobald ich ein neues Telefon hole, das Erste, was ich mache, ist eine Evernote-Hülle bestellen, weil einfach die Qualität und alles überzeugt mich. Und das ist für mich persönlich, und ich glaube, das kann ich auch für das ganze Team sprechen, wichtig, dass die Produkte, die man verkauft,
können wir dahinter stehen, es ist Qualität dahinter und es ist eine Story dahinter. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir nicht einfach sozusagen Massenhandel machen oder irgendwelche Gamsprodukte verkaufen, sondern dass die Qualität dahinter ist. Wir probieren auch jetzt mit der Hülle so viel wie möglich in der Schweiz zu machen. Jetzt gerade mit den Kunststoffteilen und so weiter, das geht nicht. Oder sind wir wie auch zu klein. Aber zum Beispiel jede Hülle wird da bei uns im Büro in Neuenhof graviert. Entsprechend eben können wir auch persönliche Sachen machen, wo wir wieder den Vorteil können rausspielen, dass wir viel kleiner sind und die extra Meilen können gehen. Und klar, das kostet dann auch etwas. Wir können dann am Schluss nicht den gleichen Preis anbieten wie jemand, der etwas aus China holt und einfach das 1:1 in der Verpackung weiterschickt. Aber ich glaube, die Kunden schätzen das auch. Ich glaube, es gibt ja wie auch bei allen Konsumgütern gibt es Billiganbieter, Mittel- oder Luxusanbieter und entsprechend hat man eine andere Erwartung. Und ich denke, wichtig ist auch, dass die Sachen dann auch matchen. Also, dass man nicht einen Premium-Preis verlangt und aber halt einen billig Service bietet, sondern dass die beiden Sachen auf Augenniveau sind und dann wird es Leute geben, die sagen, das will ich mir nicht leisten und dann ja, ist das okay. Dann gibt es andere Anbieter, die das abdecken, aber wir haben sehr viele, die finden, der Preis ist es mir wert und nachher habe ich das 3 Jahre an meinem Handy mit den 90 Franken oder 3 und dann abbricht, dann ist es eigentlich nicht mehr viel. Oder gleichzeitig gibt mir auch 1000 Franken für sein Telefon aus und genau, ich denke, das ist wichtig, dass das einfach zusammenmatcht. Die Qualität des Produkts und der Service. Und das ist ja das, was uns motiviert, um die tollen Produkte können verkaufen. Wahrscheinlich auch so eine gewisse Werthaltung, wo die Leute sich identifizieren. Oder zum Beispiel jetzt auch bei Roadieback geschrieben, oder eben faire Anstellungsbedingungen, sehr transparent auch dort. Jetzt bei den Handhüllen hast du auch gesagt, ihr produziert lokal so gut wie es geht, sind sehr transparent dort. Gibt es immer so die qualitativen Feedbacks von Leuten, die sagen, hey, ich habe mich jetzt bewusst für euch entschieden, genau wegen dem? Ja, voll, das gibt es, ja. Also wir haben wirklich auch ja, Feedbacks, die sagen, mir ist das wert und ich will das und ich bin bereit für das zu zahlen. Oder spannend ist dann zum Teil auch in der ja, Kommentarspalte von Werbungen, wo dann auch Kunden untereinander anfangen diskutieren. Das ist oft sogar fast mächtiger, weil wenn wir kommen und sagen, der Preis ist es wert, weil wegen dem und dem. Sondern wenn einer schreibt, ja viel zu teuer und ein anderer Kunde schreibt, dann ja, aber überleg dir mal, was alles dahinter ist, und das ist eine Schweizer Firma und so weiter, der Preis ist gar nicht zu teuer. Das sind echt die Momente, wo wir gerne Motivation geben, wo sozusagen nicht wir mit die ganze Zeit dagegen haben, sondern sehr viel ziehen eigentlich mit oder schätzen das auch. Und gleichzeitig natürlich, ich glaube, das gibt es in jedem Business, gibt es auch die, die am Schluss gleich nicht zufrieden sind oder die eine Beschwerde haben, die etwas möchten zurückschicken. Und dort merke ich persönlich auch, das geht mir dann auch sehr nahe. Habe ich dann wie ein bisschen Mühe, mich abzugrenzen. Und wo wir jetzt aber wie auch schauen können, dass das auch im Team, ja, das jetzt auch der Kundensupport haben wir jetzt wirklich jemanden, der sich eigentlich darum kümmert, wo mit dem auch besser kann umgehen und so weiter. Und die Kunden, ja, es gibt es einfach. Ich glaube, es gibt kein Business, egal was man macht, wo es nicht Kunden gibt, die sich beschweren. Und dann geht es mehr darum, dass man es gut löst. Und jetzt sind wir so gut, wie es geht, kundenkulant. Und was dann, ja, manchmal auch Situationen gibt, wenn ein Kunde nach 2 Jahren kommt und sagt, ja, jetzt ist etwas passiert, also das ist eine scheiß Qualität. Und ich sage, ja, du hast jetzt 2 Jahre lang dein Handy jeden Tag in der Hand gehabt und findest nachher, es ist keine gute Qualität. Ich weiss nicht, was die Erwartung ist. Oder? Aber das kann man dann manchmal auch nicht so sagen, sondern probieren auf den Kunden einzugehen und eine gute Lösung zu finden, dass alle zufrieden sind. Ja, und manchmal ist es schwierig, wie du sagst, sich abzugrenzen, von wegen, was ist jetzt effektiv einfach der Frust im Moment, oder? Wo vielleicht halt mal passieren kann und dann greift jemand zur Tastatur oder zum Handy und findet ja nicht lade irgendwelche Luft. Und was ist wirklich dann dort, wo dein Herzblut da drin ist, im Rahmen vom Produkt, wo du sagst, hey, die Herstellung, der Kundenservice, der ganze Support hinterher, wo du wirklich sagen mal okay, da haben wir jetzt vielleicht etwas, was wir verbessern, aber ja, auf der anderen Seite, wir wissen es ja auch, gell, viele Leute sind viel schneller sich im Beschweren, als sich im Bedanken, oder? Das ist ja so, ja. Also, ich denke, das ist generell das Thema, dass man halt verschiedene schneller mitbekommt oder gerade im Kundensupport. Es gibt schon Leute, die eben mir zugeschrieben haben, wirklich, mega cool, ich habe so Freude. Und tendenziell sind es aber logischerweise mehr, die das nicht tun. Aber man muss sie dann auch wieder im ganzen Kontext sehen, mit wie vielen Bestellungen verarbeiten wir. Und dann kann auch bei uns mal etwas falsch gehen, dass wir etwas Falsches rausschicken oder was auch immer. Und dann tun wir das auch beheben. Und denke, was auch für viele Leute noch schwierig ist, und das ist dann, die kämpfen wir auch wieder dagegen mit den Grossen, was halt auch die Erwartungen sind, was wir als KMU müssen oder können leisten. Oder wenn dann zum Beispiel ein Kunde am Freitag, am 7 Uhr am Abend schreibt, im Kundensupport,
Und dann am Sonntagabend sagt, ja, ich habe immer noch keine Antwort. Dann sage ich, ja, ich weiß nicht, was die Erwartung ist. Oder? Aber wir können nicht 24 Stunden Kundensupport anbieten, wo andere das vielleicht machen. Obwohl ich das Gefühl habe, jetzt sind wir auch ja, im Vergleich zu größeren Online-Shops sind einfach sogar besser. Aber es ist schlicht einfach eine Erwartung der Leute, was muss sein. Aber mit dem muss man wie umgehen. Und ich glaube, das gehört dazu. Und solange wir uns das Beste geben und dahinter können stehen, auch die Mehrheit der Kunden zufrieden ist, zeigt mir das auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und man kann sich immer verbessern. Also, niemand ist perfekt, sondern jeder hat Potenzial, um sich noch weiterzuentwickeln. Absolut, ja. Und du sagst ja, es ist ein Weg und der Weg hat du irgendwann mal angefangen. Kannst du ganz kurz, so ein bisschen, bevor wir so langsam zum Ende von unserem Gespräch so können wir dich erzählen, von wegen, wie hat eigentlich die Geschichte so ein bisschen angefangen? Wie kommt man auf die Idee, so Handyhüllen aus Holz so ein bisschen gravieren und dann in die Glocke zu positionieren? Und woher kommt die Liebe, respektive die Affinität zu Südafrika? Also der ganze Anfang von Evernote genau ist mit der Holzhandyhülle. Ich habe wirklich das Produkt an sich gesehen und bin auch gerade begeistert gewesen vom Produkt. Hat das dann auch für mich organisiert, wo dann auch das Feedback von anderen Leuten war, ist auch mega cool und wo hast du das her und so weiter. Und ich habe rein von meinem Background schon immer solche Webseiten und alles gemacht, habe das spannend gefunden, habe das Gefühl gehabt, okay, das könnte etwas sein. Komm, ich mache doch einfach mal einen Online-Shop mit kleinstem Budget, 1000 Franken Sachen eingekauft und so mal gestartet mit einer Firma in der Nähe, dann gearbeitet, wo effektiv Gravuren gemacht hat. Und einfach jeden Abend neben dem Job am Wochenende einfach ausprobieren und machen. Und am Anfang haben halt ein paar Freunde und so bestellt, wo du jeden kennt hast. Und plötzlich ist dann mal eine Bestellung von jemandem, den du nicht kennt hast. Und das ist dann wirklich so, ja, so ein Highlight gewesen. Und das hat mir die Motivation gegeben, für zwei Wochen, so die ersten Monate, 200-400 Franken Umsatz gemacht. Also nichts verdient. Und für das, also der Stundenlohn war irgendwie 50 gewesen, das aber es war egal gewesen. Für mich ist es wirklich umgegangen, zu lernen, wie funktioniert das, wie geht das. Und gleichzeitig das Produkt habe ich cool gefunden und ist auch das gewesen, wo die Leute cool gefunden haben. Und so ist das Ganze gewachsen und dann einfach grösser geworden. Und dann immer wieder, ja, also eigentlich fast bis zur Selbstständigkeit oder wo wir wirklich den Schritt gemacht haben, um unsere Jobs zu gründen, ist es nach wie vor nicht umgegangen, Geld zu verdienen, sondern es ist eigentlich alles reinvestiert worden, um Werbung machen, um Produkte einkaufen und so weiter. Und das sind am Schluss vielleicht 2 oder 3 Jahre gewesen, wo das einfach nebendran gelaufen ist und sozusagen dazugekommen ist. Und dann ist eben der Schritt gekommen. Das hat dann auch einen gewissen Druck natürlich gegeben. Plötzlich muss man davon leben, was dann auch nicht einfach ist. Vorher ist einfach der normale Lohn gekommen. Es hat dann wieder andere Challenges gegeben. Das wäre wahrscheinlich Thema für ein anderes Gespräch. Und Südafrika ist ein bisschen zufällig. Also wir haben einen Weltreis gemacht 2018. Das ist auch wirklich, muss ich gleich ganz kurz einschieben, aber das geht nicht weiter drauf ein. Wir sind dann wirklich in einem tiefen Loch gewesen mit Evernote, im Sinne von, es funktioniert nicht, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Wir gehen einfach da reisen und schauen, dass das Geschäft weiterläuft und die Sachen, die in der Schweiz gemacht werden, organisiert. Also die Päckchen sind verschickt worden und so weiter. Wir sind einfach ein halbes Jahr reisen und das Geschäft ist weitergelaufen. Und das hat uns dann wie auch den Kopf frei gemacht, um nachher den Offline-Wachstumsschritt zu machen. Und dort war die erste Station, wo wir waren, war Südafrika. Da waren wir einen Monat in Südafrika und haben uns wirklich gerade verliebt in das Land, gerade die Kapstadt-Region, wo uns extrem gut gefällt, wo auch wieder, es ist schon fast ein bisschen europäisch, aber wirklich sehr viel Design. Also wenn du dort ein Airbnb hast, es sieht einfach Hammer aus, eigentlich schon die günstigen. Und es sind auch mega viele coole Labels und dann ist dort aber nichts daraus geworden. Oder haben wir nicht bewusst etwas gesucht. Und dann, wo wir im 20 sind, wir wieder einen Monat drunter gewesen. Und dann haben wir Designmarkt, haben wir per Zufall die Marke gesehen und das auch mega, mega cool gefunden. Und die hat dann die Fabrik gerade in der Nähe gehabt, wo wir vorbeigegangen sind. Und auch wieder per Zufall ist einer der Chefs dort gewesen. Und sind dann ins Gespräch gekommen und sind dann am Schluss irgendwie 2 Tage bei ihnen in der Fabrik gehockt, haben miteinander diskutiert und verhandelt. Und sie sind eigentlich auch gerade am Punkt gewesen, wo sie wollen auch von internationalisieren. Es hat einfach gerade alles so müssen sein. Und so ist es dann entstanden gekommen. Also, vieles ist wie, ja, es sind Zufälle, aber man kann es ja wie, also es, ja, es ist ein Schicksal. Und wenn man dann am richtigen Ort, am richtigen Moment ist und dann die Chance packt, kann etwas Tolles daraus entstehen. Wie es schon heisst, gell, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, oder? Manchmal ist man schon offen, sowieso etwas, oder? Voll, ja. Voll.
Mega cool. Danke fürs Teilen an dieser Stelle übrigens. Mega cool. Sehr gerne. Du hast gesagt, das wäre wahrscheinlich noch ein Thema für ein anderes Gespräch. Können wir sicher gerne nachholen in dem Moment. Bevor wir allerdings dann das diskutieren, vielleicht, weil auch langsam uns Zeit dementsprechend ausgeht. Lieber René, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschauen tust und so ein bisschen sagst, okay, hätte ich doch gewusst, hätte ich doch anders gemacht. Was würdest du Leute heute sagen, von wegen, hey, acht auf das oder schau doch bitte, dass die und die Sachen vielleicht nicht machst oder gerade extra machst. Was wäre das, was den Leuten mit auf den Weg würdest geben? Ich glaube, für mich persönlich, oder auch wenn ich zurückschaue, es war ein riesen Auf und Ab gewesen, aber ich würde nicht viel anders machen. Also wir haben teure Fehler gemacht. Am Schluss ist mein Credo immer, man sollte mehr machen, was funktioniert, als was nicht funktioniert, dann überlebt man. Aber auf dem Weg, es hat eigentlich fast alles gebraucht. Und wir sind von ganz klein, eigentlich von null, haben wir gestartet und es ist immer grösser geworden. Und mit dem, dass man grösser wird, ja, werden auch Fehler teurer. Und ich glaube, es braucht es, wie auf dem Weg können die Fehler machen, die uns lernen und uns nachher besser machen. Und ich glaube, das ist wie auch das Wichtigste für die Leute oder für irgendjemanden draussen, der eine Idee hat, ist einfach mal anfangen. Und es braucht nicht Investoren, die ein, 2 Millionen auf den Tisch legen, weil dann kostet die erste Fehler halt vielleicht 500.000 statt 500 Franken. Und einfach mal anfangen und es gibt, ich denke, es gibt wenige Ausnahmen von Geschäftsmodellen, wo man halt gerade eine gewisse Größe muss haben, gerade wenn es irgendwie um Netzwerk oder was auch immer geht oder riesen Investitionen. Aber gerade wenn es um Konsumgüter geht, kann man sehr klein, kann man starten. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man mit ein paar hundert Franken Budget kann loslegen und einfach muss lernen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, immer wissbegierig sein, neue Sachen ausprobieren und einfach losgehen. Nicht irgendwie ein halbes Jahr planen und dann habe ich das perfekte Produkt und die perfekte Webseite und die perfekte Werbung. Wenn man rausgeht, das ist eh alles anders. Also es funktioniert eh nicht so, wie man sich das geplant hat, von dem man einfach rausgehen, irgendwie den Austausch mit den Kunden ermöglichen. Und das geht auch online, aus dem heraus lernen, die richtigen Schlüsse ziehen und weitermachen. Mega cool. René, super, super spannend gewesen. Danke, danke vielmals. Recht turbulente Reise und vor allem in den letzten 1-2 Jahren von 70% Offline-Umsatz jetzt alles überschifft auf online. Danke mal, dass du es da mitgenommen hast auf dem Weg. Und für all die Leute, die jetzt sagen, hey, das ist super spannend gewesen, was du erzählt hast und vielleicht auch mehr, wenn du vor allem neue Produkte. Lieber René, das letzte Wort gehört dir. Wie finden wir euch, wie erreichen wir euch und was möchtest du gerne zuletzt noch sagen? Genau, also jetzt rein geschäftlich erreichen wir uns auf avenwood.ch oder rowdybags.ch, wenn ihr unsere Produkte wollt, anschauen wenn ihr mir folgen wollt, gerne auch auf LinkedIn, einfach René Hoffmann eingeben und dort findet ihr mich. Und ja, was ich noch möchte mitgeben möchte, ist wirklich, legt los, keine Angst haben. Es hat jeder sozusagen bei Null angefangen, auch wenn jetzt gewisse sehr gross aussehen. Jeder von denen hat bei Null angefangen und wenn man nicht anfängt, kommt man nie an den Punkt hin. Es wird ein Auf und Ab sein. Ich glaube, das macht am Schluss genau den Reiz aus. Es ist nicht ein linearer Weg, sondern wirklich Challenges, wo man mal im Loch ist, wieder aufstehen, weitermachen. Und dann wird es am Schluss ein Erfolg. Und man hat sehr viele positive Feedbacks gelernt, nette Leute kennen. Die Leute sind auch hilfbereit, weil das, denke ich, auch etwas so wichtig ist. Einfach fragen. Die Leute helfen so gerne, weil am Schluss machen muss man es immer noch selber. Ein Tipp bekommen ist das eine, aber man muss es immer noch selber machen. Und von dem her, auch wenn man eine Idee hat, keine Angst haben, den Leuten davon zu erzählen. Weil es kommt, sagen wir mal, in den seltensten Fällen, wenn man einfach die Idee nimmt und selber macht, was machen, das ist das, was viel Energie braucht. Und wenn das Herz nicht dafür brennt, dann wird es nicht funktionieren. Und man muss sehr lange dranbleiben, bis man an dem Punkt ist, ja, dass es wirklich aufgeht, dass es spannend wird. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Perfekt. Hätte es nicht besser können sagen. Lieber René, herzlichen Dank an dieser Stelle und hoffentlich bis bald mal wieder. Sehr gerne, danke dir, Gabriel.